Ja, hallo, moin, moin, meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal auf Gustav Spielwiese mit einem Live-Let's-Play-Video von Battlefield 2042. Release war der 19. November und der ein oder andere da draußen hat es mitgekriegt, das Spiel wurde zerrissen, es wurde mit vernichtenden Kritiken, beigewohnt hier. Und was soll ich sagen, ich spiele das Spiel ja seit 2 Tagen, es gab schon 2 größere Patches und ich sehe die ganze Lage nicht so dramatisch, aber ich war auch nicht am Release Day am Zocken. Deswegen schauen wir uns das mal gemeinsam an. Ich werde ein bisschen was zu dem Spiel erzählen, so wie ich es auch in dem Beta-Video erzählt habe, was ich damals gemacht habe. Und wir gehen einmal nochmal in die Sammlung rein. Dann gucken wir uns hier unsere Spezialisten an. Das ist nämlich eine Besonderheit hier. Man hat Spezialisten, keine 4 Klassen, wie man sie früher hatte. Dennoch bekleiden diese Spezialisten die jeweiligen Klassen, die wir damals hatten. Also wir haben hier einen Pionier, wir haben hier einen Aufklärer, wir haben hier einen Sturmsoldat und. Dementsprechend kann man diese Klassen auch sehr gut kombinieren. Das führt manchmal zu ein bisschen Verwirrung und zu ein bisschen Unmut, weil man auch als Sanitäter spielen kann und eine Flugabwehrrakete mit sich tragen kann. Da sind natürlich ein bisschen die Gemüter erhitzt. Der eine heult rum, der sagt, ja, was soll das? Der andere sagt, geil. Dann gibt es auch Schlauchboote, die können hier Wolkenkratzer hochfahren. Das ist natürlich auch nicht jedermanns Sache. Ist natürlich witzig, aber ist natürlich nicht ganz so der Realität geschuldet. Dementsprechend gibt es hier Gemecker. Ansonsten haben wir hier Ausrüstung. Hier haben wir die verschiedenen Typen halt. Sturmsoldat, Sanitäter, Pionier, Scharfschütze. Und hier können wir nachher, wie in alter Manier, in die Waffen rein. Und können dann, wenn wir sie dann freigeschaltet haben, auswählen. Das gleiche mit der Sekundärwaffe, mit den Gadgets hier, die verschiedenen Sachen, Munitionskiste und Panzerplatte. Dann haben wir hier nochmal Wurfobjekte wie Granaten, Rauchgranate, Umgebungssensor. Und dementsprechend kann man sich hier ausrüsten. Das gleiche kann man hier mit den Waffen nochmal machen. Und zwar kann man alles hier, wenn man die jeweiligen Aufsätze freigeschaltet hat, über dieses Menü, das man auch jederzeit im Spiel selber aufrufen kann, kann man halt hier die Visiere und die verschiedenen Sachen wechseln, anpassen. Ja, dann haben wir noch ein Equipment hier, wo man sich alles hier nochmal einstellen kann, zu Gemüte führen kann. Fahrzeuge, hat man nochmal einen schönen Überblick. So, Heli. Haben wir schön Jet und Transportflugzeug. Sehr, sehr nice das Ganze. Ja, nichtsdestotrotz, Store brauche ich jetzt nicht anklicken. Da kann man sich das Spiel nochmal in einer erweiterten Edition kaufen. Aber wir spielen den Eroberungsmodus, das Herzstück, wie ich finde, vom Battlefield. Es gibt noch einen Portal-Modus. Der kombiniert dann die ganzen Battlefield-Teile in einem gemeinsamen Spiel, was man sich selber konfigurieren kann. Da werde ich vielleicht nochmal separat drauf eingehen. Und dann haben wir noch einen Hazard Zone Modus. Das ist so PvP, PvE mäßig. Kann ich auch vielleicht mal separat ein Video machen. Aber heute das Herzstück. Live und ungeschnitten wie immer. Und mittlerweile kann ich das Gemecker nicht verstehen, muss ich sagen. Es macht Spaß. Aber dazu gleich. Neu anfangen. US Marine spielen wir. Eroberung groß. Arabische Wüste in Ägypten. Beim Zuschauen des Spiels hatte ich immer gedacht, so die Maps sind so ein bisschen kahl, die sehen so ein bisschen leer aus. Aber tatsächlich, wenn man wirklich ein paar Runden gespielt hat und mitten im Getümmel ist, dann ergeben die Maps auch durchaus Sinn, wie ich finde. Auch da natürlich Kritik von anderer Stelle. Aber ich finde die Maps bis jetzt, die ich gespielt habe, und ich habe bis jetzt, glaube ich, 5 oder 6 gespielt, die machen alle sehr Spaß und die passen auch ganz gut. Mittlerweile gab es mal, ich weiß gar nicht, wie die Map heißt, da gab es einen Eroberungspunkt irgendwie ganz oben auf dem Wolkenkratzer, der schwer einzunehmen war, weil es irgendwie nur ein paar Fahrstühle gab und sonst keinen anderen Zugangspunkt. Und dementsprechend war das Terrain natürlich groß. So, nichtsdestotrotz nehmen wir mal unsere Sanitäterin. So. Macht euch marschbereit. Gut, jetzt hat der Kollege mich unterbrochen. Wir setzen uns in 10 Sekunden ab. Hier haben wir nochmal unsere Spezialisten jetzt ausgewählt. Das ist unsere Dame hier. Die können wir aber nochmal hier individualisieren, indem wir, obwohl es eine Sanitäterin ist, gucken, ob sie als Sturmsoldat-Typ, Pionier oder Scharfschütze spielt. Das heißt, man kann echt ordentlich was kombinieren hier. Dementsprechend, wie ich schon erwähnt habe, kann es sein, dass ein Sanitäter mit einem Raketenwerfer rumrennt. Und das ist natürlich sehr nice. Wir werden jetzt aber abgesetzt, auch eine sehr coole Animation. Ich muss vielleicht den Sound ganz kurz optimieren. So, da geht's direkt rein ins Getümmel. So, wir lassen den Sound mal ein bisschen doller, damit wir die Atmosphäre auch ein bisschen auf uns wirken lassen. 128 Spieler hier, 64 auf jeder Seite. Und man sieht, hier ist ordentlich was los. Und natürlich auch eine Neuerung hier.
ist in Sektoren eingeteilt, die Map, und mit verschiedenen Flaggenpunkten. Also man hat zum Beispiel in diesem Sektor 2 Punkte, die man einnehmen kann, hier hinten auch, und bei den größeren Arealen jeweils mit einem. Ist mal was anderes, also man kann nicht blind von Flagge zu Flagge rennen, wie in den guten alten Teilen, sondern ist mal was anderes und man muss sich hier so ein bisschen besser abstimmen mit dem Team. Teamplay macht auch sehr viel Spaß. So, und man kann sogar, ja, das geht tatsächlich nicht hier, aber man kann auch Zivilfahrzeuge benutzen. Das Einzige, was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe, ist ein Heli fliegen, aber da könnte ich vielleicht auch nochmal eine kleine Flugstunde in Form eines separaten Videos machen. Versuchen wir den Kollegen hier. Warte, wir haben noch eine Flugabwehrrakete. Wir müssen endlich Sektoren sichern. Feind hat Mehrheitskontrolle. Jawohl, siehst du wohl. Schön gewartet und direkt den ersten Kill gemacht. Natürlich live und ungeschnitten. So, hier haben wir nochmal einen Punktestand. Hier können wir uns das nochmal angucken. Was ich so ein bisschen komisch finde, da haben sich auch ein paar Leute aufgeregt. Also man sieht hier den Punktestand. Du siehst halt die Kills, die du gemacht hast. Du kannst nicht sehen, wie viel mal du abgekratzt bist. Und dann hast du noch irgendwie Assist-Punkte und diese ganzen Klassenpunkte. Also wenn du Leute geheilt hast oder die Munitionskisten verteilt hast. Das siehst du da. Und einmal nochmal die Gesamtkillrate des Squads. Oh, da wurde ich umgemäht. Aber man kann halt nicht sehen, wie viel Punkte man halt insgesamt hat, also so vom Flaggen einnehmen etc. Unsere Truppen haben Sektor Echo vollständig eingenommen. So, nichtsdestotrotz, wir spawnen mal bei unserem Squad-Kollegen. So, und das Ganze im Panzer, auch nicht schlecht. Im Geschütz. Können wir hier mal ein bisschen Alarm machen. Ja, der ist ein bisschen zu weit weg. Fahrzeuge gibt es auch nicht sehr viele wie Sand am Meer. Man muss echt gucken, dass wenn man so einen Panzer halt hat, den auch bestmöglich dann für das Schlachtfeld einsetzt. So, okay. Ich muss mich leider von ihm lösen hier, weil der macht nicht ganz so viel Action gerade. Kann ich vielleicht diesen Kollegen hier nehmen? Okay. Ja, nehmen wir mal unser kleines Quad hier. Und da hat er mich erwischt. Ich habe den nicht gesehen, den Kollegen. Ja, was sehr positiv zu bemerken ist, ist wirklich, dass die Spiele sehr schnell anfangen. Also ich kann mich zu Battlefield 4 Zeiten noch erinnern. Das hat sehr lange gedauert, bis man hier mal auf eine Karte gekommen ist. Bei Battlefield 1 und Battlefield 5 weiß ich das gar nicht mehr. Auf jeden Fall, hier geht das wirklich sehr, sehr zügig. Und hier sieht man schon, also wenn man jetzt von oben gucken würde, wenn man jetzt in Heli sitzt, dann sehen die Maps jetzt nicht so super prall gefüllt aus. Aber wenn man hier mittendrin auf dem Schlachtfeld ist, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Also es ergibt durchaus Sinn, wie ich schon gesagt habe. Gute Deckungsmöglichkeiten. So, ich muss ein bisschen auf das Squad-Gameplay achten hier. Natürlich können sich da oben auf den Dächern auch Leute postieren. Das habe ich vorhin mal gehabt. Dementsprechend wird es natürlich hier schwieriger, eines unserer Ziele wurde angegriffen. Zum Ziel zu gelangen. Aber das ist dann manchmal so. Bericht. Sind nicht im Zeitplan, müssen weiter Boden sichern. So, da ist ein gegnerischer Heli, das ist unser da. Gucken, ob wir den erfassen können hier. Da werden wir geschossen. Ja, läuft auf jeden Fall flüssig. Ich habe jetzt nicht auf Ultra gedreht, weil ich das Ding auch nebenbei mit meinem PC streame. Deswegen habe ich die Einstellung auf hoch gelassen, aber trotz alledem mit 60 Frames läuft das Ding astrein. Und die Grafik sieht auch sehr, sehr schick aus. Also da, denke ich mal, gibt es keine zwei Meinungen. So, das Aim-Monster bin ich hier tatsächlich nicht, aber ich mache vorwiegend meine Punkte als Sanitäter mit Heilung meiner Kameraden. Und mit dem Einnehmen der Ziele. Aber, wie wir wieder gesehen haben, live und ungeschnitten, wenn es drauf ankommt,
Dann kann der Gushi auch mal Kills machen. So, jetzt muss ich mich kurz heilen. Ich habe ja so eine Heilpistole. Damit kann ich meine Kameraden heilen und mich selber. Da war wieder einer. Mist, verdammt. Der kommt bestimmt hoch. Von der anderen Seite. Ei! Ja. Und auch sehr, sehr schnelles Gameplay, ne? Obwohl man sich natürlich aussuchen kann, wo man denn spawnt. Ob man direkt jetzt an der Frontlinie spawnt oder ein bisschen weiter abseits. Das Spiel an sich, das Movement, das Bewegungssystem, das Schießen, das erinnert schon ein bisschen an COD. Helf mir nicht! Da gab es schon mal langsame Battlefields. So, ich hatte jetzt natürlich die Möglichkeit, mit der F-Taste zu drücken und nach Hilfe zu rufen. Da war aber keiner. Dementsprechend können dann meine Kollegen mich heilen. Kommen. Oh! Eieieiei. Und, dann kriegt man eine Granate. Ah, schade, schade, schade. Ja, das sind die coolen kleinen Hovercrafts, glaube ich, heißen die Dinger. So, jetzt habe ich hier mit der F-Taste die Möglichkeit zu schreien. Sanitäter! Falk, er bittet einen Sanitäter! Die ist schon nett gemacht, die Animation hier. Aber da wird wahrscheinlich keiner kommen. Dementsprechend geht es dann weiter. Ja, und es soll natürlich nicht nur ein Live-Let's-Play-Video sein, es soll auch ein kleines Meinungsvideo sein hier. Dementsprechend kann ich euch sagen, ich war jetzt nicht zu Release dabei. Und trotzdem muss ich sagen, es spielt sich sehr gut. Bin jetzt natürlich erst knapp 10 Minuten im Spiel hier, aber ich sehe jetzt keine Bugs, ich sehe jetzt irgendwie keine komischen Map-Teile hier rumfliegen oder sonst irgendwas. Also manchmal wird die Lage auch ein bisschen dramatisiert, finde ich. Ich habe jetzt gut 10 Stunden Spielzeit, glaube ich. Und das Einzige, was mir hier bugmäßig aufgefallen ist, ist wirklich, dass man ab und zu mal, wenn man die Runde anfängt, die Operator nicht auswählen kann oder die Spezialisten, weil die Felder ausgegraut sind. Aber wenn man dann hier einmal abkratzt und dann wieder in die Runde spawnt, dann geht das wieder. So, und dementsprechend, es ruckelt nicht, es läuft stabil, ich habe keine Abstürze gehabt. Ansonsten werde ich hier gerade beschossen. Und es macht Spaß. Jetzt ist es alles noch ein bisschen verteilt hier. Aber ich hatte vorhin echt Schlachten gehabt, das hat richtig Laune gemacht. Da ist wirklich das alte Battlefield-Feeling wirklich mit rübergekommen. Ich hätte nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Eieiei, okay, war da oben auf dem Dach. Wurde aber auch gleich eliminiert von meinem Gegner. Nee, das war der Bird hier, Little Bird, ne? Wir haben die Kontrolle über Sektor Bravo übernommen. Brauche medizinische Hilfe. Und es ist sehr gut in Szene gesetzt, das Spiel. Muss man definitiv sagen. Ja, ansonsten, es gibt auch ein Level-System. Man kann 99 Level freischalten. In den 99 Level sind dann mehr oder weniger irgendwann die ganzen Gadget und die ganzen Waffenaufsätze etc. freigeschaltet. Wenn man dann Rang 99 ist, dann kann man 999 andere Ränge nochmal erklimmen. Die nennen sich irgendwie S-Ränge. Ich weiß jetzt nicht, wie was das S steht. Und ja, das ist halt so ein bisschen fürs Prestige, denke ich mal. Also man kann damit nicht andere Sachen freischalten oder so, aber es ist halt ein Level-System. Es geht halt immer weiter. Eieieiei. Ganz schwach. Zu viel gesabbelt. Brauche Hilfe! So, ich glaube nicht, dass mich jemand holen kommt. Ja, dann spawnen wir auch nochmal bei unserem... Oder? Wir gucken mal, ob wir ein Fahrzeug mal nehmen. Guck mal, wir nehmen hier mal... So ein Fahrzeug hier. Fahrzeugsteuerung. Ja. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also die reagieren wirklich extrem. Man sieht hier auf kleinste Bewegung. Man muss das wirklich vernünftig steuern hier und vor allen Dingen muss erstmal reinkommen. So, macht aber trotzdem Spaß. Ein Heli bin ich selber noch nicht geflogen und ein Flugzeug. So, man kann natürlich auch selber hier ans Geschütz ran, wenn man möchte.
So, machen wir jetzt aber nicht. Oh, jetzt haben wir ein kleines Manöver gemacht hier. Oben am Fenster. Ah, schade, schade. Hätte gedacht, ich krieg den noch. Mit seiner AK-24. Gutes Gefecht. So, zwei Kills hat der Gustav schon gemacht, aber wie gesagt, im Battlefield muss ich mich erstmal noch ein bisschen reinfuchsen. Aktuell war so ein bisschen COD Vanguard am Start hier. Hier muss man halt ein bisschen umdenken. Hier muss man noch ein bisschen taktischer vorgehen insgesamt. So, wir benutzen mal die Deckung mit unserem Kollegen hier. Ja, hätte ich mal nicht machen sollen. Feindliche Kampfverbände attackieren eines unserer Ziele. Und da liegen wir wieder am Boden. Ja. Sektor Alpha wurde gesichert. Macht aber Laune, kann man nicht anders sagen. Sie geben noch lange nicht auf, aber sie sind angeschlagen. Die meisten Sektoren sind jetzt unter unserer Kontrolle. Versorgungsabwurf bereit. Na, kriegen wir den Flieger? Der ist zu weit weg. Man hat manchmal natürlich auch ein bisschen längere Laufwege. Das ist aber okay. Das ist natürlich die riesen Maps geschuldet hier. Damit kann man aber leben. Gerade wenn man wie ich so ein paar Mal Spiele wie Squad und Hell Let Loose gespielt hat, da sind die Wege halt ein bisschen größer. Aber insgesamt ist es auch ein bisschen entspannter. Natürlich, wenn man mitten im Gefecht ist, dann knallt das, klar. Aber auf dem Weg ins Gefecht hat man doch ein paar Ruhepausen mehr. Ja, und ansonsten habe ich mir vorgenommen, das Ding jetzt zu streamen öfter mal bei mir. Das in Kombination mit ein paar Runden Suchen und Zerstören bei COD Vanguard. Und dementsprechend könnt ihr auch gerne auf meinem Twitch-Kanal mal vorbeischauen. Da braucht ein Kollege Hilfe, aber der ist ein bisschen weit entfernt. Da wird wieder geschossen. Ich habe ihn gesehen. Da irgendwo. Ein Sniper. Oder war das der da? Da sind einige. Okay, mitten durchs offene Gelände ist keine gute Idee. Auch das sehr nice. Ein sehr cooles Klettersystem, wie ich finde. Passt zum Terrain und zum Spiel hier. Tja, jetzt hätte ich mir natürlich einen Sniper gewünscht. Feindliche Truppen kontrollieren Sektor Echo. Ah, ist natürlich ein bisschen weit die Distanz, aber im Kleinen habe ich ihn verplättet hier. Ja, werden auf jeden Fall einige spannende Gefechte hier geben. War mir halt einfach ein Anliegen, mal wieder ein kleines Video zu machen. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht Battlefield 2042? So. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir nähern uns langsam dem Videoende. Vielleicht kann ich hier nochmal einen Kill abstauben. Oder die nochmal die C1-Flagge hier einnehmen, 160 Meter entfernt. Das Ganze im Schweinsgalopp, Attacke. Gut, Fahrzeug lassen wir erstmal weg. Man tut natürlich auch gut, wenn man hier nicht stumpf wirklich von Flagge zu Flagge rennt, was natürlich auch so gar nicht geht, wirklich. Man muss wirklich seine Umgebung im Auge behalten und sein Squad auch unterstützen. Genau wie hier, einfach mal eine Granate ranfeuern. Genau, Augen offen gehalten, Kill abgestaubt, so wie sich das gehört. So, auf Verdacht schmeißen wir nochmal eine Nade rein. Da ist schon einer. Reingerutscht. Der ist weg. Ah, schade, schade, schade. Hätte klappen können. Ja, so läuft das, meine Freunde, hier
auf meinem Kanal, auf Gustav Spielwiese, wir mal live und ungeschnitten, nochmal eine kleine Reanimation gehabt und direkt wieder abgekratzt. Ja, und hoffe natürlich an dieser Stelle, dass euch dieses Video gefallen hat. Ein kleiner Einblick wieder vom finalen Release. Wie gesagt, also es ist, die Lage ist nicht so dramatisch, wie viele hier machen oder wie viele hier meinen und wie viele hier tun. Es macht Spaß, wenn ihr Bock auf das Spiel habt. Von mir definitiv eine Kaufempfehlung, auch wenn das jetzt 1000 Leute wahrscheinlich anders sehen. Ich spiele 1 bis 2 Stunden abends, habe da mal Spaß mit und mir ist jetzt nichts Grobes, Gravierendes aufgefallen. Es wird natürlich gemeckert über das Waffenhandling, die Waffen verziehen hier und da, tralala. Aber das buche ich unter einem gewissen Hauch an Realismus weg und von daher passt das schon. Bin mal gespannt auf die Kommentare. Die Dislikes-Buttons, die gibt es ja nicht mehr mittlerweile. Und mit Sicherheit sind nicht viele Leute meiner Meinung, aber es gibt auch genug, die das spielen. Jetzt wollte ich den Kollegen mal reanimieren hier, hat nicht ganz funktioniert. Natürlich wieder gleich mitten in der Scheiße gespawnt hier. Und da sehen wir, das sind halt diese Battlefield-Momente, genau wie jetzt und hier, die das Spiel natürlich mal auf ein neues Level hier erheben. Zack, und der Raylight hat uns wieder platt gemacht, der Kampfengel. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, Freunde der Sonne, checkt das aus. Sergeant Gustav ist raus. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, gerne ein Like da lassen. Kommentiert gerne, wenn ihr Sorgen und Nöte habt. Ansonsten auch gerne die Glocke aktivieren, damit ihr dann das nächste Video auch mitbekommt von Sergeant Gustav. Und ja, abonniert natürlich gerne meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, checkt das aus. Sergeant Gustav ist raus. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.